40 Menschen ums Leben gekommen. In der Nähe des Fußballstadions, in dem am Abend die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich spielte, gab es mehrere Explosionen. In der Pariser Konzerthalle Bataclan wurden offenbar etwa 100 Menschen als Geiseln genommen. Laut Polizeiangaben gab es zudem mehrere Schießereien. Zu den Ereignissen jetzt live aus Paris unsere Korrespondentin Alice Fröder. Wir sehen gerade Live-Bilder vom französischen Fernsehen. Darauf ist auch ein Polizeieinsatz zu sehen. Wissen Sie Näheres? Nun, das, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass ganz Paris im Ausnahmezustand ist. Die ganze Stadt ist voller Blaulicht. Es ist eine große Unruhe in der Stadt. Wir haben ja Anschläge, Explosionen, Schießereien an mehreren Punkten dieser Stadt. Es gab in dem 11. und 10. Arrondissement, einem kambodschanischen Restaurant, einem anderen kleinen Restaurant, gab es Schießereien. Da sollen verschiedene Menschen getötet worden sein. Es ist in einer Konzerthalle Bataclan. Dort sollte heute Abend ein Heavy-Metal-Konzert stattfinden. Dort sollen bis zu 100 Menschen als Geiseln genommen sein. Die Kollegen von der Sportschau haben es eben gesagt. Präsident Hollande, der ja auch bei dem Fußballspiel war, hatte das Fußballspiel verlassen, ist sofort zurück in den Élysée-Palast gefahren, hat von dort